Ja, hallo ihr lieben Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cyberphilosophen, zu einem weiteren Symposium. Ich schiebe ja ein Thema schon etwas länger vor mir her, ein etwas größeres Projekt wieder, und jetzt trete ich aber mal spontan vor die Kamera. Hintergrund ist, dass ich vor wenigen Monaten, vor ein paar Wochen, mit einer Gruppe von Schülern mit meiner freien AG Kritische Lebenskunst im Kino war und mir diesen Film The End of Meat angesehen habe. Darüber will ich jetzt gar nicht groß sprechen. Das Besondere an dem Film ist aber, dass so einige Utopien, Konzepte aufgezeigt werden, wie das Zusammenleben von Mensch und Tier zu denken sein könnte, wenn man Tiere eben nicht mehr rein aus Aspekten der Verwertbarkeit halten würde, wenn man einfach so in Koexistenz nebeneinander oder miteinander leben würde. Und in dem Rahmen wurden auch einige Lebenshofkonzepte vorgestellt oder Gnadenhöfe. Ihr kennt das vielleicht, das sind Höfe, große Grundstücke, auf denen sogenannte Nutztiere leben, die vom Schlachthof gerettet wurden. Die dürfen dann einfach so, bis sie einfach eines natürlichen Todes oder irgendwann eben aus Altersschwäche oder aufgrund von Krankheit und so weiter sterben, leben völlig unbehelligt und dürfen da vor sich hingrasen und was auch immer, haben auch Kontakt zu Menschen, aber alles auf freiwilliger Basis, sie werden zu nichts gezwungen. Und dann kam mir die Idee, ich habe dann meine Schüler gefragt, hey, recherchiert doch mal, ob es nicht bei uns in der Nähe, so in Hessen, im Frankfurter Raum, sowas gibt. Und tatsächlich hat ein Schüler dann die Sindlinger Glückswiese gefunden, die ist in der Nähe von Frankfurt. Und dann habe ich meiner Klasse, ich bin zurzeit Klassenlehrer einer E-Phase, das ist die 10. Klasse. Danach beginnt dann die gymnasiale Oberstufe, also die sind alle im Alter von 15 bis 16 Jahren. Ich habe die auch nicht in Ethik, ich bin ihr Deutschlehrer und habe ihnen dann als Wandertagsprojekt vorgeschlagen, dass wir da hingehen, habe abstimmen lassen. Ich gebe zu, die Abstimmung war nicht ganz fair. Ich habe nämlich als Alternative angeboten, dass wir ins Goethehaus fahren nach Frankfurt. Das fanden die alle stinklangweilig. Dann lieber auf so einen ollen Lebenshof, was immer das sein soll. Aber ich übertreibe jetzt ein bisschen. Es gibt schon einige in der Klasse, die sich einfach für das Thema Tierethik interessieren. Ich habe das dann ein bisschen schmackhaft gemacht, habe ihnen gesagt, dass dort eben Tiere leben, die überhaupt nicht verwertet werden und dass man dort die Gelegenheit hat, sie mal außerhalb irgendwelcher Stallungen und so weiter zu erleben. Okay. Ich kürze jetzt etwas ab. Heute waren wir also dort in der Sindlinger Glückswiese und ich war ja doch etwas skeptisch vorher, weil das eben keine Kinder mehr sind. Das ist eine 10. Klasse. Ich habe schon gesagt, im Alter von 15, 16 Jahren. Der Hof ist jetzt auch nicht so, wie man sie sich vorstellt, irgendwo in Bayern mit riesen, saftig grünen Wiesen und super riesen Ställen, wo so ein bisschen behaglich ist. Es war Winter, der Hof ist nicht ganz so riesig. Es war nass, es hat sehr, sehr stark geregnet die letzte Zeit. Es war überall morastig und ich war skeptisch, ich dachte, die schmunzeln da eher und sagen, oh Gott, was, hoffentlich geht die Zeit schnell rum, hoffentlich gehen wir bald wieder. Aber ich habe mich doch gewundert, ehe ich mich versehen habe, waren die alle in Kontakt mit den Tieren. Also was gibt's dort? Die haben zwei Rinder, männlich und weiblich, die sie als Kälber schon vom Schlachthof gerettet haben. Dann haben sie jede Menge Pferde. Für mich interessant, ich bin überhaupt kein Pferdekenner, aber wenn ich dorthin komme, erkenne ich sofort, wenn da so ein paar, bediene mich jetzt so eines literarischen Ausdrucks, ja, es soll nicht despektierlich sein, aber so ein paar alte Klepper erkennt man halt, ja. Richtig alte Pferde, wie ich sie noch nie gesehen habe zuvor. Ein Pferd hat nur ein Auge und man erkennt einfach, dass es denen nicht darum geht, nur das Schöne zu zeigen, denn die haben auch das Konzept, die müssen ja Geld verdienen, also die bieten auch Reitstunden an. Alles auf
freiwilliger Basis. Das heißt, wenn die merken, dass ein Pferd nicht so richtig will, dann muss sich da auch keiner draufsetzen. Die Pferde kommen alle aus sogenannten Pferdeschulen. Und wenn die dort halt nicht mehr richtig funktionieren, wenn sie zu alt werden, dann kommen sie zum Schlachthof und werden verwurstet. So sieht die Realität aus. Und die haben die also alle, entweder sie wurden ihnen gebracht oder sie haben selbst welche freigekauft und dort dürfen sie dann ihren Lebensabend verbringen. Und manche davon sind eben wirklich krank, werden tierärztlich gepflegt und auf denen reitet dann auch niemand mehr. Aber manche, die noch so einigermaßen fit sind und die das gern, was heißt gern mit sich machen lassen, ich weiß, es wird jetzt jede Menge gegenteilige Kommentare geben, aber auf diesem Hof ist es eben so und für die ist das eine ganz wichtige Grundlage, sich irgendwie zu finanzieren. Die brauchen ja auch, es muss ja auch alles organisiert werden. Auf jeden Fall sind diese Pferde nicht in Boxen oder Ställen untergebracht. Es gibt Ställe, aber alles ist komplett offen und die bewegen sich völlig frei auf dem Gelände. Dann gibt es noch so zwei Hofhunde, die da auch rumlaufen. Die begrüßen dich gleich, wenn du da reinkommst. Die Pferde kommen gleich an und schnuppern und lassen sich streicheln. Und wenn du hinfasst und sie haben keine Lust, dann wenden sie sich ab und dann lässt man sie auch in Ruhe. Sie sind nicht beschlagen. Soweit ich weiß, haben die einen Preis bekommen für vorbildliche Pferdehaltung. Sie haben also keine Hufeisen. Und ja, was für andere Tiere haben sie noch? Ziegen, Schafe, Hühner, die sie in einem Stall halten müssen oder in einer großen Voliere, weil sie vom Fuchs geholt werden sonst. Aber die werden eben auch überhaupt nicht verwertet und es ist auch ein großes Gelände, wo die leben dürfen. Gänse haben sie, ein paar Hängebauchschweine. Ich glaube, das war's so ziemlich. Ja, und da kannst du dich einfach so völlig frei zwischendrin rumbewegen und kannst dir alles angucken und wenn du willst, anfassen und kuscheln, soweit du gehen willst und soweit es geduldet wird. Und die Jugendlichen waren da irgendwie sofort dabei und haben auch teilweise echt enge Verbindungen hergestellt zu den Tieren. Ich habe das so beobachtet, ein paar Fotos gemacht und das hat mich schon gewundert, weil man gesehen hat, dass es so ein Riesenkontrast ist zu dem, wie der Alltag aussieht. Du siehst ja ansonsten immer nur ein Endprodukt, das dir so in der Werbung verkauft wird. Die Tiere, die sogenannten Nutztiere, kriegst du eigentlich gar nicht zu Gesicht, weil die in irgendwelchen Tierfabriken fernab von allem gehalten werden. Man hat so Bilder im Kopf vielleicht von Haltungsbedingungen, aber dort auf dem Gelände hast du völlig freien Zugang zu einer Milchkuh, die aber ein ganz kleines Euter hat und gar keine Milch gibt, weil sie dafür nicht mehr gehalten wird, weil sie auch zu alt ist und trotzdem noch leben kann. Und das war schon sehr faszinierend und ich habe mir da so einige Gedanken gemacht. Vor allem fällt mir da auf dieses Argument, dass ja, wenn in der Öffentlichkeit der Umgang mit Tieren ansatzweise kritisch behandelt wird, weil ja auch viele der sogenannten Verbraucher immer skeptischer werden und sich gegen bestimmte Bedingungen auflehnen, dann wird immer darüber diskutiert, dass man die Haltungsbedingungen verbessern solle. Und ganz viele Stimmen hört man in der Öffentlichkeit, ja, wenn sie gut gehalten werden, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, Fleisch zu essen. Aber wenn du jetzt auf dieser Wiese stehst und Kontakt zu dieser Kuh hast, hatte ich ja auch. Meine Familie auch und diese Jugendlichen eben auch, dann kommst du einfach nicht auf die Idee, die, obwohl die ein glückliches Leben dort haben, die bewegen sich völlig frei, auch untereinander, da kommst du doch nicht auf die Idee, jetzt ein Bolzenschussgerät rauszuholen und so ein Rind zu schlachten, weil du Lust hast auf ein Stück Fleisch. Das erscheint mir vollkommen absurd. Und ich glaube, dass ich das geschafft habe heute durch diesen Ausflug, dass da auch diese Jugendlichen einen kritischeren Blick auf die öffentliche Diskussion haben, dass die einsehen, wenn du es nicht absolut unbedingt brauchst, weil du sonst verhungern würdest oder irgendwas, dann tötest du nicht einfach so ein Tier, das da auch sein, das Leben will, seinen eigenen Interessen nachgeht.
dass es behaglich haben will, dass auch so Kontakt sucht, dass Nähe sucht, aber auch Distanz sucht, weil es seine Zurückgezogenheit auch braucht, dann gehst du nicht hin und schlachtest es einfach, weil du sagst, du schmeckst mir. Also ich hoffe, die werden jetzt nicht morgen alle Veganer werden, das ist völlig klar, aber es hat doch ganz deutlich so einen Prozess angeregt, dass die merken, dass da irgendwas nicht stimmt zwischen dem, was ihnen so ihr Leben lang verkauft wird, dem, was sie gelernt haben, was die Öffentlichkeit ihnen eingebläut hat und dem, was sie jetzt im Kontrast erleben und vor allem zwischen dem oder zu dem, was man dann durch kritisches Nachdenken eigentlich so erkennt. Und das macht doch Spaß, das gibt mir wieder ein bisschen Hoffnung oder erfüllt meinen Beruf mit ein bisschen Sinn, wenn ich sehe, die fangen an, kritisch zu denken und nicht mehr alles zu übernehmen, was sie von ihren Eltern so selbstverständlich gelernt haben, was sie von der Öffentlichkeit lernen, im Abbild der Öffentlichkeit. Und wenn ich das geschafft habe, dann war das ein erfolgreicher Tag. Wir haben das jetzt noch nicht nachbesprochen. Ich habe so einige Gespräche schon geführt und das war doch interessant. Die verknüpfen das dann auch mit anderen Sachen, die sie so im Fernsehen verkauft bekommen, die sich bei kritischem drüber nachdenken dann als höchst problematisch erweisen. Das war schon schön. Insofern, falls Lehrer zugucken, versucht doch mal einen Wandertag zu machen, statt in den Zoo zu so einem Lebenshof, wenn es bei euch in der Nähe vielleicht sowas gibt. Und man hört ja jetzt, es ist kurz vor Weihnachten, dass in so manchem Kollegium zum Auftakt in die Weihnachtsferien ein Truthahnessen stattfinden soll, der dann ganz kunstfertig zubereitet wird, da wird geschwärmt. Denkt mal ein bisschen kritisch drüber nach. Versucht mal, das Gedankenexperiment anzustellen, dass dieser Truthahn jetzt so ein paar Wochen vor Weihnachten im Lehrerzimmer in so einem 4 Quadratmeter Käfig lebt. Du fütterst den jeden Tag und die Tage ticken vorbei und du siehst den jeden Tag. Dann freust du dich dann auf das Truthahnessen, wirklich? Denkt mal drüber nach, denkt alle mal drüber nach, leitet es mal weiter vielleicht, wenn ihr Lehrer kennt. Gut, das war's für heute. Mein Erlebnis bei der Sindlinger Glückswiese. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen. Das würde mich alles freuen. Das motiviert mich auch, noch ein weiteres Video zu machen. Dann auch wieder ein bisschen was Anspruchsvolleres. Aber das kam jetzt spontan an mir raus, weil es ein ganz erfolgreicher, ein schöner Tag war heute. Tschüss, das war's. Bis zum nächsten Mal.